Hallo Leute, Desorius hier, willkommen. Die nächste Folge Elden Ring. Es geht weiter. Schön, dass du wieder mit dabei bist und zuschaust. Ja, ich bin hier in Caelid. Ich guck mal kurz. Ich habe mir die Karte geholt. Die ist ganz in der Nähe von diesem Händler. Ist ja auch markiert. Hier ist ein Ort der Gnade und eine Kathedrale der Drachenkommunikation. Vorsicht, da rennt einer rum. Oder läuft einer rum. Hier ist noch ein Sumpfufer, ein Händler. Da ist noch ein Ort der Gnade. Ja. Hier war ich noch nicht in dem Gebiet. Ich glaube nämlich, wir müssen hier nach unten. Wir sollen ja für Blight, ja, diesen Wettkampf da machen. Oder mit dem den Wettkampf machen. Oder mal gucken. Ja, und hier allerdings, auf dieser Straße nachts ist da so ein schwarzer Ritter, der hat mich mit 3 Schlägen kalt gemacht. Und hier vorne ist ein Drache. Der Drache ist immer da. Den habe ich ein paar Mal versucht. Bis jetzt aber irgendwie halb nur bekommen. Der macht nämlich Scharlachfäule. Und das ist ganz schön mies. Und deswegen lassen wir den Drachen erstmal und nachts sind wir jetzt auch nicht. Und gehen jetzt mal kurz hier runter. Da vorne ist die Stele. Da ist der Ort, nicht der Ort der Gnade, aber da ist die Karte zu finden. Habe ich ihm aufgeholt und dann gehen wir hier rüber den Weg rein. Und da hinten, das ist glaube ich die Festung. Ich glaube, da müssen wir hin. Ja, ich habe ein paar Runen, aber ich bin noch nicht an der Stelle, wo ich aufleveln kann. Deswegen muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Und da vorne gibt es einen Baum. Da ist eine goldene Träne oder eine goldene Saat. Eins von beiden gibt es da immer. Gucken, hier vorne sind auch noch ein paar Hunde. Also eigentlich würde ich ja sagen, ich bin so vom Level für das Gebiet schon relativ gut. Aber gegen den Drachen hatte ich so meine Probleme. Was heißt Probleme? Den habe ich nicht geschafft. Wenn man es versucht. Wie mache ich hier? Wenn ich sie treffe. Jetzt. Macht alles Scharlachfäule hier. Fächerdolche. Muss man echt aufpassen. Also zumindest die machen Scharlachfäule. Ja. Und ich vermute mal, die auch. Boah. Wow. Okay. Oh nein. Falsche Flasche. Die wollte ich trinken. Mann. Falsche Flasche ausgewählt. Da unten ist noch so ein Vieh. Und es ist noch irgendein Weg, der hier irgendwo hingeht. Vermutlich da vorne ist ein Ort der Gnade, oder? Ja. Nehmen wir uns erstmal den hier vor und gucken uns mal hier an der Seite noch um. Oh, oh. Die machen gegenseitig bei sich Schaden, aber auch bei mir halt ordentlich Schaden. Boah. Genau, beißt euch mal gegenseitig. Boah. Mist. Zwei sind böser. Okay, einer sollte machbar sein. Einer ist machbar. Vor allem dank des guten Kratanas. Nein. Warte mal. Ich müsste, glaube ich, kurz warten. Warum kann ich sie nicht rufen? Der Kampf ist doch zu Ende. Also, die machen. Das ist das einzige Gute, dass diese Hunde tatsächlich gegenseitig Schaden machen. Ich würde fast sagen, da vorne gibt es noch irgendeinen. Ja, machen wir das. Da vorne gibt es noch irgendeinen. Irgendeine Höhle, eine Katakombe, irgendwas. Die Richtung hier. Dann gehen wir da mal zuerst hin.
Ich dachte vielleicht, dass wir sonst... Oh. Dunkelschmiedestein 4. Nicht schlecht. So, Vorsicht vor hoch. Da oben. Hallo Vogel. Ich muss dann auch dringend mal wieder Pfeile machen. Ich habe einiges an Pfeilen verbraucht bei dem Versuch. Boah. Dieser Seitwärts-Ding. Treff den nicht. Jetzt. Manometer. Ich habe ganz schön viel Flaschenaufladung gerade verbraucht. Eine wiederbekommen. Wenn man den nicht trifft. So. Da vorne ist die Höhle. Und da sollte es einen Ort der Gnade geben. Im Normalfall... Dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Ich dachte sonst, wir gehen zur Festung. Aber dann muss die Festung halt noch eine Folge warten. Oder vielleicht geht der Höhle dieser Höhle ganz schnell, wobei meistens gehen die nicht so ganz schnell. Okay, Höhle für heute. Ort der Gnade, super. Katakomben von Kehlet. Ich glaube sogar, dass ich erstmal hier mir eine der Runen reinpfeife. Kann ich... Wie gibt denn das? Ich weiß nicht, wie viel welche gibt. Nee, 1200 reicht definitiv nicht. Ja, die eine höher noch nehmen. Oder zwei höher. Gucken. Nutzen. Das reicht immer noch nicht. Noch eine davon. Reicht das? Ja, das reicht gerade so. Aber das ist ja okay. Dann kann ich nämlich ein Level abmachen. Ah, und dann ist auch egal, wenn ich jetzt einen Brunnen verliere. Das ist erstmal ein bisschen in Kraft gehen, glaube ich. Und dann Geschick und dann... ja, mal gucken. Aber vor allem Kraft. Ich brauche ein bisschen mehr Leben. Ja. So. Wie heißt denn dieser Katakomben hier? Katakomben von Kehlet. Heißen die? Aha. Also will der kommen in den Katakomben von Kehlet. Oh nein. Ernsthaft, das Scharlachfäule hier? Und ich wette, diese Blumen machen auch Scharlachfäule. Okay. Das ist zumindest ganz entspannt. Zwei Schüsse und die sind weg. Und es gibt halt bestimmte Stellen, da kann man sich hinstellen und dann kriegt man keine Scharlachfäule. Also da, nur wenn man drin steht, kriegt man Scharlachfäule. Aber ich muss hier halt irgendwie durchrennen. Wichtig ist, nicht durchlaufen. So, da ist ein Skelett. So, und das wird gleich leuchten. Blutfleck hier unten. Na? Blutfleck berühren.
Genau, warum immer Scharlachfäule? So. Super. Wenn das runterfällt. Muss er so machen. Nicht, dass es wieder respawnt und dann. Oh nein. So ein großes Vieh auch noch. Und Schalafäule. Mir begeistert. Ist hier unten. Ich um. Schnell hier hoch erstmal und dann einmal das da reinkloppen und dann heilen wir uns nämlich einmal von der Scharlachfäule. Sehr wichtig. Der Große nervt aber wirklich. Schon wieder Schalachfäule. Okay, jetzt müssen wir mal kurz warten. Aber dann müssen wir den Großen da zerkloppen. So. Mal die beiden weg. Geh kurz nochmal hier hoch und warte mal kurz, bis die Scharlachfäule weg ist. Dann gucken wir hier nochmal um die Ecke. Da war ja Geheimmann, vielleicht gibt es da noch mehr. Wer weiß. Und das mit der Scharlachfäule ist echt, das ist echt nervig. Ich weiß auch nicht, ob es Ausrüstung gibt. Irgendwas, was einen vor Scharlachfäule schützt. Oder wartet mal, vielleicht einen Talisman. Dann mache ich mal den Goldskarabäus weg. Alles Verbesserung. Feuerschaden, Blitzschaden, Heiligenschaden habe ich. Glauben. Machen wir den mal weg und nehmen mal Stärke. Nee, nicht Stärke. Kraft bräuchte ich ja. Oder Immunität. Vielleicht hilft ja Immunität. Warum habe ich jetzt Giftschaden auch noch bekommen? Das soll einer verstehen. Giftblüte, Meanderpulver. So, hier muss ich noch was einsammeln. Asche von Miranda Spross. Okay. Na Mist. Ich will ihn doch einmal heilen. Schump. So. Kostet halt, das Heilen kostet immer ein klein bisschen Leben und halt FP. Hab aber noch. Also soweit alles gut. So. Weiter geht's. Da vorne ist wieder Scharlachfäule.
wenn ich mir eine ganze FP darauf anwenden, hier die Schallerfälle zu heilen. Deswegen gehe ich immer mal zurück und warte mal kurz. Dauert für euch natürlich einen Moment. Okay. Das ist jetzt interessant. Wir sind hier durch. Und es gab nichts weiter. Ah, hier ist der Hebel. Ich bin schon gefragt, wo der Hebel ist. Weil, macht ja irgendwie keinen Sinn. Die Tür. Weiß nicht, ob es da noch mehr Geheimgänge gibt, um ehrlich zu sein, aber okay. So, dann gehen wir mal hier hin und gucken mal. Ich muss auf jeden Fall die trinken und die trinken. Und davon trinke ich auch eine, dass ich voll bin. Und wenn wir den Geist, die Asche rufen haben, dann werde ich noch mal trinken. Friedhofsschemen. Das habe ich vergessen. Oh, ich bin festgehalten. Super. Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Hopp. Oh, schon wieder festgehalten. Okay. Weg. Okay. Das war jetzt tatsächlich einfach. Da hätte ich den... Naja, doch, dass die paar Mal, wo er mich festgehalten hat, die waren nicht so ganz ohne. Guck gerade mal auf die Uhr. Wir sind bei 20 Minuten. Na gut, ich werd mit der Folge aufhören. Ich werde da vorne nochmal gucken, ob es da noch... Geheimgänge gibt in diesem Ding. Weil zwei gab es da vorne schon, vielleicht gibt es noch mehr. Ja, aber ansonsten sind wir dann, glaube ich, hier fertig. Zeit muss sein. Okay. Ich glaube, das war's dann soweit. Wenn ich nicht ganz vorne was übersehen habe, sind wir hier durch. Und dann war das ein relativ einfacher Dungeon. Also der vor allem sehr, sehr kurz tatsächlich. Also die meisten sind ja deutlich länger. Hatte ich ja auch schon versucht, gegen die Wände zu hauen.
Hier gibt's. Auch nicht mehr. Okay. Ich würde sagen, dann sind wir hier durch. Auch nix. Auch nix. Nicht so aus, als ob da jetzt eine Geheimwand hinterstecken könnte. Gut, dann ruhe ich mich nochmal am Ort der Gnade aus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich mache mich auf zu dem Ding hier. Da, zur Brücke. Ich glaube, da war auch ein Ort der Gnade davor. Also, bis dann. Jetzt muss ich nur auf den Vogel von oben wieder aufpassen.